wir sitzen jetzt hier vorm Haus. Weihnachtsbaum. Ja, aber wir dürfen das jetzt nicht dem Papa verraten, ja, gell? Nein. Was sagt mein Papa? Das ist eine Piraten. Meine Lieben, was geht ab, Team Harrison? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, auf dieses Video habe ich mich richtig gefreut und ich musste den perfekten Zeitpunkt, den perfekten Zeitpunkt abwarten, denn ich kann das Video nur drehen, wenn Domi nicht zu Hause ist. Ich bin jetzt mit Kyla alleine und das ist der perfekte Zeitpunkt und ich sage euch mal das Thema und zwar geht es um Weihnachten, die schönste Zeit des Jahres und diese Zeit ohne Weihnachtsbaum zu verbringen, geht gar nicht. Ja, aber Domi meinte, da wie dieses Weihnachten... Hier, komm hoch, komm, komm, ich helfe dir, komm. Komm hoch! Da Domi meinte, dass wir Weihnachten in Deutschland verbringen, brauchen wir keinen, was totaler Schwachsinn ist, habe ich mir gedacht, ich mache das einfach, wenn er nicht da ist. Und überrasche ihn mit einem Weihnachtsbaum. Und ich habe Hilfe gehabt, und zwar von Dennis, denn alleine hätte ich das gar nicht hinbekommen, weil ihr wisst, ich bin einfach nonstop mit dem Domi unterwegs, nonstop mit Domi zusammen. Und einfach mal zu sagen, ich gehe irgendwo hin und keine gute Ausrede zu haben, ist für mich, ich kann sowas einfach nicht. Deswegen hat Dennis, habe ich ihm geschrieben, ob er uns nicht einen kleinen Weihnachtsbaum besorgen kann, einen normalen Weihnachtsbaum. Ihr wisst nämlich, letztes Jahr hatten wir den riesengroßen Weihnachtsbaum, den hätte ich ja jetzt niemals alleine aufstellen können. Kommst du hoch, kommst du klar? Und deswegen dachte ich mir, ich will einfach so einen kleinen ins Wohnzimmer stellen und ihn damit einfach überraschen und seine Reaktion filmen. Gell? Und das machen wir jetzt. Wie gerade schon gesagt, Dennis hat mir geholfen. Ich habe ihm geschrieben, bitte geh zum Carrefour, hol den und den Baum, weil den habe ich davor schon mal gesehen. Konnte ihn aber natürlich nicht kaufen, weil das hätte er ja dann gecheckt. Dann war Dennis hier und hat ihn hier versteckt. Und da steht er jetzt schon eine Weile. Zap, 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 zap. Da ist er! Und den bauen wir zwar jetzt auf. Ich muss sagen, ich bin schon gespannt, wie das aussieht, weil der kommt jetzt direkt ins Wohnzimmer. Ich glaube, das hat nochmal so einen anderen Flair wie dieser riesengroße. Und dann mal schauen, was wir nächstes Jahr machen. Einen von beiden werden wir dann wohl verkaufen. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich jetzt darauf freue, den Weihnachtsbaum aufzubauen. Etwas unter Druck, weil ich muss mich beeilen. Ich habe jetzt ungefähr 2,5 Stunden, bis Domi wieder nach Hause kommt. Ja, und ich habe nur die rote Deko unten im Keller. Jetzt muss ich schauen, ob das alles passt oder ob ich sogar nochmal losfahren muss. Ja, Step 1 erledigt. Der Baum steht schon mal. Jetzt muss ich aber in den Keller gehen und alles von unten nach oben holen. Und unten, ne, ist komplette Baustelle. Ich bin jetzt mal gespannt, ob ich da überhaupt hinkomme und wie ich da hinkomme. Ich kann jetzt euch mal zeigen, wir haben hier nämlich eine Baustelle im Haus. Wir lassen gerade den Keller renovieren. Und da wird einiges gearbeitet. Ja, hier seht ihr mal den aktuellen Stand. Und da dahinter ist das ganze Zeug. Ja, das heißt, ich muss da jetzt irgendwie reinkommen. Aber mal ganz kurz, schaut mal. Es ist wirklich komplett Baustelle hier. Wir lassen hier alles renovieren, dass hier ein ganz schönes Kino entstehen wird und so ein Hobbyraum. Ja, jetzt sehe ich gerade, ich glaube, da hinten ist ein bisschen offen. Yes! Ah, irgendwo da drinnen ist der Weihnachtsbaumschmuck, weil das ist ja der große Baum. Genau, und entweder da unten oder da oben. Zum Glück erster Griff und ich habe es gefunden. Das sind jetzt die Kugeln vom letzten Jahr. Die werde ich einfach hernehmen und da habe ich dann auch das Fell für unterm Weihnachtsbaum. Yes! Ich kriege gerade die Krise
und muss euch jetzt mal erzählen, was gerade passiert ist. Ich mache den Karton auf, sehe das hier. Damit kann ich diesen Baum, glaube ich, 5-mal umwickeln, also viel zu lang. Und dann sehe ich das hier, das ist so groß wie mein Kopf. Es ist für diesen Baum einfach zu groß. Deswegen, ich habe mich jetzt auf den Weg gemacht nach einer Lichterkette und habe auch eine gefunden. Und ich denke, die sollte auf jeden Fall reichen. Das ist jetzt wirklich so eine kleine. Und die, genau, die reicht für den Baum aus. Und dann, ihr kennt mich, habe ich noch ein paar Kugeln gefunden. Und zwar blaue, passend zum Wohnzimmer. Ja, deswegen werde ich den jetzt ganz schnell schmücken und schauen, was ich noch gefunden habe. Eine Decke, eine blaue. Ich suche, seit ich in Dubai bin, ungelogen, nach einer schönen, kuscheligen Decke. Und irgendwie sind die dann immer so klein geschnitten, so 1 Meter auf 1,20 Meter. Ich weiß nicht, ob sich damit ein Zwerg zudecken kann. Aber ich nett und vor allem Domi nett. Und jetzt habe ich eine gefunden, die ist 2,20 Meter auf 2,40 Meter, ist blau, warm und kuschelig. I can promise Santa's coming to visit. Die Zeit rennt. Und jetzt habe ich mir Hilfe geholt, damit wir auf jeden Fall ganz schnell fertig werden. Ich glaube, wir haben noch ungefähr eine Dreiviertelstunde. Und ich habe jetzt gerade meinen Partner eingeweiht. Was machen wir jetzt, Vasi? Was machen wir jetzt? Christmas! Okay, wir bauen jetzt den Christmas Tree auf. Der hier. Und Mia will ein rotes Kleid passend dazu anziehen. Okay. So, are you ready? Yeah. Okay, jetzt machen wir Musik an und schwingen den Weihnachtsbaum, okay? Was machen wir für Musik ein? All I want for Christmas is you. Also, ab, los geht's. Oh mein Gott, freue ich mich schon, wenn ich... Warte, langsam die Treppen. Freue ich mich schon, wenn beide Mädels mit mir so richtig den Weihnachtsbaum schmücken. Ja. Also der Weihnachtsbaum, finde ich, ist uns sehr gut gelungen. Er sieht wunderschön aus. Die Spitze darf nachher der Papa, also der Domi, mit Mia hinmachen. Und ich versuche den jetzt hier noch so richtig ins Eck zu bekommen. Und dann denke ich, wird der richtig schön hier drin ausschauen. Also ich zeige euch dann nachher gleich das fertige Wohnzimmer, wenn hier auch fertig aufgeräumt ist. Aber good job, Mia. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe eine bunte Lichterkette gekauft. Ah, aber sieht schön aus, oder? Ja. Ja, Domi. Domi bringt uns um. Mama, ist hier dunkel. Ja, wie soll ich dunkel machen? Tsching! Nein, wir gucken uns das nachher an, Mia. Okay, wir bauen ihn jetzt erst fertig auf. Jetzt zeige ich euch schon mal das Ergebnis. Es sieht so schön weihnachtlich aus. Der Weihnachtsbaum passt einfach perfekt hier rein. Ja, wir sitzen jetzt hier vorm Haus. Ja, mein Weihnachtsbaum. Ja, aber wir dürfen das jetzt nicht dem Papa verraten, ja, gell? Nein. Was sagt man, Papa? Das ist eine Überraschung. Dass wir eine Überraschung haben, genau. Aber nicht, du darfst nicht verraten, was wir gemacht haben. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie jetzt gleich hingeht. Papa, wir haben einen Weihnachtsbaum aufgebaut. Nicht sagen. Psst, psst, psst. Okay, und du auch. Psst, 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 psst. Papa, okay, und dann bin ich mal gespannt auf so eine Reaktion. Und dann tanzen wir. Unseren Christmas-Tanz? Ja, so. Bye, Christmas-Time. Nur Bierraschen. Nicht, du sagst gar nichts. Ich bin auf der Autobahn, ich weiß nicht, ob du mich hörst. Papa, wir haben
eine Überraschung. Was? Eine Überraschung. Eine Überraschung? Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Schmetterling Papa. Was? Tschüss, Schmetterling Papa. Tschüss, mein Schatz. Tschüss, ich hab meinen Weihnachtsmann bei dann. Die darf nicht sein, Schatz. Ich sehe mich am Ende. Auch den Weihnachtsleid mir. Das ist schon ein Hinweis. Wir dürfen gar nichts sagen. Wir müssen richtig, das ist ein Geheimnis, eine Überraschung. Da müssen wir ganz ruhig sein. Du darfst nichts verraten. Nur Überraschung sein. Nur Überraschung, mehr nicht. Wer kommt denn da? Hi! Hi! Wer meint die Überraschung? Aber sag nichts mir. Okay. Sei ruhig. Wer meint die Überraschung? Ja. Ja. Okay, dann lass mal Papa da mal reinpacken. So, mein Schatz. Ich glaube, ich weiß was. Ich habe mir gedacht, du liebst ja Überraschungen. Okay, aber das verrate ich nicht mehr. Papa muss suchen gehen, auf Schnitzeljagd, ja? Suchen! Okay, ich dachte, du hast den Weihnachtsmann bestellt. Okay, Schatz, also so krass bin ich nicht. Such weiter. Ich wusste. Oh Gott! Yay! Weihnachtsmann! Es ist bald Weihnachten, Schatz. Und was wäre die Weihnachtszeit ohne einen Weihnachtsbaum? Ja, bitte! Unser Weihnachtsmann kommt gleich. Ich habe noch etwas für dich vergessen. Die Spitze haben wir doch unten gelassen. Die darfst du mit Mia hinmachen. Okay. Also Mia. Ja, ja, geh! Ich weiß, aber ich muss dich ja hochgehen, oder? Okay. Okay. Oh. Ganz feste drauf. Halt die Spitze fest. Mir, warte, ich zeig's dir. Yay! Die Weihnachtszeit kann kommen. Und jetzt kommt unser berühmter YouTube-Weihnachtsdance. Seid ihr bereit? Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time.